Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ich sitze wieder auf meinem alten Kneterstuhl, weil er sehr, oh, ich habe vergessen, die Musik anzuschalten. Moment. Jetzt aber. Weil er sehr bequem ist und eine weiche Unterlage hat und weil es total warm ist draußen, habe ich ein Fenster aufgelassen. Das heißt, wenn mal ein Krankenwagen durchdonnert, dann wundert euch nicht. Ich brate mir erstmal ein Steak. Oh, hatte ich die letzte Mal da reingepackt? Okay, pass auf, ich packe ihn da für ein paar Hähnchen rein. Ach komm, sind wir mal nicht so. Hähnchen haben wir genug. Und ein leckeres Steak am Morgen vertreibt Kummer und auch die Sorgen. Und da hinten stehen die Hundsgraber schon wieder am Hundestrand, ihrem Lieblingsplatz. Und ja, aber ich sehe keinen Tim. Ich sehe keinen Tim. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und schauen mal, dass wir die Kathedrale weiterbauen, ne? Wie in jeder Folge bin ich wohlgemut, die Kathedrale weiterzubauen. Allerdings sehe ich hier gerade ein paar lilane Wolken aufsteigen. Und das sagt mir, dass hier hinterher unsere Endertruhe ist. Genau, hier ist die Endertruhe, die Zordan errichtet hat. Ich schnapp mir mal einen Sattel. Ein Seil habe ich ja noch sogar. Und, die können wir mal wegpacken. Und die ganzen guten Werkzeuge. Vielleicht sollten wir mal hier unser altes Plünderungs- und Rückstoßschwert wieder in Schuss bringen. Obwohl, da haben wir ja festgestellt, dass wir es gar nicht können. Aber, ich habe eine gute Idee. Passt mal auf, Leute. 1, 2, 3, 4. Wie viel brauchen wir? 5? 5 sollten reichen. Ja, 5 reichen. Und dann nehmen wir mal hier Atmung. Atmung. Das ist sehr gut. Unser Buch mit Atmung. Und dann werden wir uns vielleicht mal so einen Helm bauen. Was haltet ihr davon? Und mal sehen, ob man damit auch schön unter Wasser sehen kann. Weil der Zordan hat ja gesagt, dass das wohl sehr gut ginge. Und er ist heute früh aufgestanden und hat ein bisschen weitergebaut, wie ich gerade sehe. Okay. Stallung. Okay. Das ist alles noch so geblieben. Ist nur ein Dach raufgekommen. Schön, cool. Und wir schauen mal. Hier ist noch. Hier, sein Pferd. Was treibt sich das hier rum? Hatte ich das nicht festgemacht? Komm mal her, Donnerhai. Kommst du hinten in deine Box? Der Hans-Peter-Peter-Peter Hans hatte geschrieben, dass man ja. Ich mach den mal hier fest. Komm mal her. Komm mal hier ganz ran. So, schön in die Box. Und dann mache ich dich schön kurz an. So. Die Pferde wachsen automatisch, wenn die Stroh in der Nähe haben. Das finde ich ja sehr cool. Habe ich eben gerade noch gelesen, kurz vor der Aufnahme. Und das ist ja ein guter Hinweis. Dann können wir den einfach Strom stellen und dann wachsen die automatisch. Wir haben noch ein bisschen Gold dabei und noch ein paar Äpfel. Wir könnten theoretisch noch mal ein paar Pferde, könnten wir noch erschaffen, oder? Wartet mal. Wie war das noch mal? Nuggets, ne? 1, 2, 3. Aber es ist ganz rum, oder? Ganz rum. Nee. Ganz rum oder so im Dreieck? So? Das ging ja nur mit Mohrrüben. Nee, es ging auch mit Äpfeln. Oder muss man da jetzt statt Nuggets Barren nehmen? Das wäre ja wohl ein Hammer. Nee, dann können wir das nicht machen. Das wird dann zu teuer. Mein schönes Gold. Dann können wir gerade mal einen goldenen Apfel machen. Ne, dafür bin ich zu geizig. Momentan noch. Dann brauchen wir noch viel mehr Gold. Das ist doch nur wieder so eine Masche. Die wollen doch nur, dass wir... guck mal, eine Schmiede. Dass wir unser ganzes Gold verbrezeln und uns gar keine schönen Kronen hier, ne? Schönen Goldhelme bauen können. Also Goldkronen. Und hier ist überhaupt kein Wasser drin. Und warum sitzt du da unten, Wauzi? Komm mal raus. Komm mal raus. Musst doch nicht da im Loch sitzen. Oh, das ist Absicht. Ach, weil es da kühl ist. Okay, ja, das ist schon kühl in dem Loch. Und deshalb sitzt er da. So, jetzt passt mal auf, Leute. Wir müssen erstmal hier hinten. Au. Ich baue mir mal ganz fix einen goldenen Helm. Quatsch, einen Diamantenhelm, oder? Einen Diamantenhelm, weil der schön lange hält. Und diesen Diamantenhelm werden wir jetzt verzaubern. Haha, verzaubern. Und zwar packen wir den hier rein und dann das Buch mit Atmung. Umbenennen tun wir den nicht, das ist einfach viel zu teuer. Jetzt haben wir einen Diamantenhelm mit Atmung 2. Ist das cool? Ich finde schon. Ich finde schon ziemlich cool.
Und hier ist noch einiges passiert. Also hier ist eine Schmiede, wahrscheinlich eine Hufschmiede entstanden. Und hier ist anscheinend noch die ganze Sache im Bau. Man kann die schon hoch. Ah ja, sehr schön. Da hat er sich so eine Drecktreppe hingebaut. Ja, ja, gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir diesen mal ausprobieren. Aber wir gehen mal hier lang. Ach, guck mal, den Weg hat er auch schon gemacht. Und die Hunde sitzen hier, überall sitzen die Hunde rum. Ha, naja, gut, lassen wir es einfach sitzen. Die passen wahrscheinlich auf, dass keiner in den Hof eindringt. Und was ist denn das? Ein Turm. Ja, Türme mag der Zordan, ne? Und hier hat er den Weg schon ganz rumgebaut. Sehr schön, sehr schön. Ja, ist doch cool. Und dann könnten wir uns eigentlich mal jetzt um den Krüppelkopf kümmern. Und ich krieg schon wieder Hunger. Ja, mal ein Steak essen. Ach, und guck mal, da hinten hat er auch, ja, hier hat er auch schon die Lavaquelle ein bisschen abgesichert, damit da keiner reinfällt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann kann da nichts passieren, dann kann da nichts passieren. Hundsgrab, hier geht's nach Hundsgrab, na gut, wer es das übersieht, Hundsgrab, Glück auf, yo, genau. Das ist absolut korrekt und wir gehen mal hier durch den Seiteneingang, da braucht man sich so anstrengen. Ja, wir haben einen Esel, haben wir hier. Das ein Esel. Und der andere, wo steckt der denn überhaupt? Ich glaube, der war, mit dem waren wir hier rüber geritten. Und vielleicht finden wir ja auch Tim bei der ganzen Gelegenheit. Das ist zum Beispiel schon mal die rote Lola. Die rote Lola und unser Freund, der Künstler. Tante Emmy sehe ich, ja. Und hier ist Krüppelkorb. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich sag, ach, der will nicht. Brauchen wir wieder eine leere Hand, ne? Eine leere Hand. Ja, ist doch gut. Entspann dich, Krüppelkorb. Boah, hat uns sofort wieder abgeschmissen. Der ist ganz schön störrisch. Ah, ja, ja, jetzt dauert es ein bisschen länger. Nee, nee, oh, also. Brauchst du nicht nach mir treten, du Esel. Noch ein Versuch, egal. Boah, tritt schon wieder nach mir. Du bist ein garstiges Vieh. Noch einer. Und jetzt wird es wahrscheinlich was werden, hoffe ich. Wie störrisch kann man eigentlich sein? Guck mal, die Leute, die lachen schon alle. Wir wollen hier von Vendetta noch den Turm bauen und alles. Wir haben keine Zeit für solche Spirenzchen. Keine Zeit. Ich bin hartnäckig. Ich bin hartnäckiger als du, Freundchen. Boah. Ich denke, die Chance steigt jedes Mal. Vielleicht sollte ich mal von der Seite aufsteigen. Komm her, ich gebe dir einen Apfel. So, zwei Äpfel. Ja, jetzt bist du ein Braver, ne? Na, na, magst du mich? Boah. Willst du den letzten Apfel auch noch haben? Oh Mann. Ja, komm her. Letzten Apfel auch noch. Wie kann man nur so ein störrisches Mistvieh sein? Ich weiß, man sollte niemals hinten vom Pferd laufen. Ah, jetzt liebt er uns. Schnell den Sattel drauf. Ah, nee, so geht es nicht. Auf E. Auf E. Ah, und da fällt mir gerade was ein. Wartet mal, das machen wir auch gleich. Schnell den Sattel aufgezäumt. Und jetzt können wir den wunderbar lenken. Hui. Ach, genial. Kommen wir hier irgendwo rüber? Haben wir was dabei, um uns da so einen kleinen Überweg zu bauen? Ah, es wird gerade dunkel. Komm her, dann reiten wir in den Sonnenuntergang. Habt ihr Tim gesehen? Nee, haben sie nicht. Komm her, wir reiten an den Strand. Heppa. Und ist da ein neuer Eisengolem? Weil, warte mal. Ich steig mal ab. Bist du neu in Hundsgrab oder warst du schon länger da? Ist mir das aber nicht aufgefallen. Hast du gut versteckt? Ich schlafe erstmal eine Runde, liebe Leute. An diesem wunderschönen Samstag heute. Das hatten wir schon mal. Das Problem, dass ich nicht einschlafen kann. Aufstehen. Nochmal. Ach, das Türengeklapper, da kann man ja nicht bei schlafen. Oh. Hört mal, Leute. Ich möchte ja nicht motzen. Aber bei diesem Türengeklappere hier, da kann kein Mensch schlafen. Interessiert die gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Esel erstmal ganz kurz hier oder nehmen wir den mit? Weil ich glaube, ich komme mit dem hier gar nicht weggeritten. Ich habe mich jetzt hier so mal reinmanövriert. Wissen Sie, ich springe rüber. Ja, haha.
Seid ihr mehr als sonst? Eventuell. Kommt mir bald so vor. Wir reiten mal ganz kurz vorhin. Und zwar hier hinten lang. Zu den anderen Eseln. Hier sind noch andere Esel. An unserem Denkmal vorbei. Und wir wollten ja so eine Abenteuerkiste auch machen. Aber das soll es jetzt erstmal nicht sein. Ich will erstmal nach Neuhundsgrab bzw. nach Appelwalsruh reiten. Gucken, ob da vielleicht der gute Tim rumrennt. Wir wollen ihn ja verzeihen, ne? Ist ja nicht so, dass wir ihn da irgendwie jetzt... Ach komm her, ich bringe dich mal hier so lange auf das Feld. Hier kannst du ein wenig speisen. Ja, absteigen. Ah, es geht richtig gut. Und hier der Künstler, ne? Pavlo. Er gibt uns 12 Pfeile für einen Smaragd. Komm her, wir machen das einfach mal. Nehmen uns mal die 12 Pfeile. Mal sehen, vielleicht hat er noch ein anderes Angebot. Was hast du so für Angebote? Ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und? Schon was Neues da? Nicht? Ja, na gut, dann nehmen wir halt nur die 12 Pfeile. Mal sehen, vielleicht ist Tim ja hier. Nee, Tim ist es nicht. Leider, leider, leider. Aber wir haben hier Spinnenseide. Spinnenseide. Dann nehmen wir mal die 14 Spinnenseide. Und dann werden wir uns mal hier an der Werkbank, die ist sehr klein, deshalb kann man die auch schon mal übersehen. Werden wir uns jetzt mal, ja, das war jetzt Käse, Mayonnaise, so ein paar, ja, Seile machen. 4 Stück, das sollte erstmal reichen. Die restliche Seile packen wir dann zum Bogenbau wieder dort hinein. So, die kommen hier, das sind Federn. Federn haben wir auch gerade nicht dabei, sonst könnte man die hier schon mal ablagern. Gut, gut, gut. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles... Mach keine Döniken, komm her. Komm her. Also diese Esel, ne? Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich komme hier oben drauf. Ich kann den ja schlecht jetzt hier mit rüberziehen. Komm, hüpf. Ne, das geht nicht. Da müssen wir jetzt hier kurz einen kleinen Durchgang machen, warte. Ja. So und so. Oh. Falsche Stelle. Das war wohl die falsche Stelle. Ah, jetzt haben wir schon wieder so ein Ei. Der Ufo-Mann hat ja geschrieben, du hast wohl, dass ich so viele Eier in den Kisten habe. Ja, hast du recht, Ufo. Es ist einfach so, ich habe überall irgendwie Eier in den Kisten. Das nervt mich selbst auch ein wenig. Zack. Hier kommen wir rüber. Und dann machen wir einfach hier einen kleinen Durchgang hin, ein Tor. Das Tor soll ja da hinten eigentlich hin, deshalb mache ich jetzt hier erstmal nur so ein provisorisches, kleines, aber feines Türchen. Ach, hier ist das Seil abgeblieben. So, Krüppelkopf, komm her. Wir reiten hier lang. Hepp. Na komm, da kommst du durch. Ja. So, und dann bauen wir hier jetzt die 3 Steine. Warum sind es nur 3? Das waren noch ehemals 4, oder? Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, vom guten LO1ZB möchte ich euch grüßen. Der ist da ganz hinten im Dschungel und baut sein Rebellenlager auf. Was für Rebellen das sind, das steht noch nicht so richtig fest. Sie rebellieren gegen irgendwas. Aber ich glaube, sie wissen noch gar nicht so recht, gegen was sie eigentlich rebellieren. Das müssen wir uns noch ausdenken. Oh, hier durch den Wald reiten. Ist auch gefährlich, weil wenn man hier mit dem Kopf irgendwo unterkommt, stirbt man recht schnell. Gell, Herr lieber Zordern? Ah, hier durch die Büsche können wir so durchreiten. Ne, können wir nicht. Nur durch das leichte Gestrüpp. Ja, es ist ganz toll, dass ich hier so einen dichten Wald hingemacht habe. Ich würde sagen, ich steig mal ab. Und nehme den mal an die Leine. Bleib mal hier. Ja, komm mal mit. Nehm ihn mal an die Leine. Dann reißt die sofort. Die sind doch nicht sehr belastbar. Da muss ich aber mal beim Leinenhersteller mich mal beschweren. Komm mit, hier kannst du überall lang. Bei dem Leinenfabrikanten muss ich mich beschweren, dass die Leinen nicht haltbar genug sind. Hm. Die machen sich immer hart. Nee, komm, dann reiten wir außen rum. Leine ab. Wo ist sie? Da. Leine ab. Die fällt immer genau dahin, wo man sie nicht braucht. Und dann reiten wir mal hier hinten lang. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so weit reiten, weil hier ist ja auch mehr. Mehr. Aber ich wollte ja eigentlich hier an dem Wald vorbei. Hier kommen wir, glaube ich, ganz gut vorbei, weil hier habe ich überall so ein bisschen Platz gelassen. Wow. Ach, das sind noch ein Esel. Hey, Eselchen, komm mal mit.
Bist du hier gespawnt? Bist du ein anderer Esel? Irgendwie? So, komm mal mit. Ja, alle mit hinterher. Und das ist die Klick-Klack, die Eier, die Farbfabrik, was ihr da klacken hört. Ist also keine Hühnerschlachterei, wie ihr vielleicht erst gedacht habt. Ja, also wie schon gesagt, das ist ein Biom hier, ne? Hier spawnen Pferde und Schweine. Es ist ein neues Biom, also sozusagen. Da steht auch noch ein Esel. Und wer sagt, er wäre ein dummer Esel, der hat nicht ganz recht. Ich steig mal ab. Und dann bin ich die beiden mal zusammen. Das geht nämlich, glaube ich, auch. So und so. Jetzt kann ich die beiden nehmen. Habe ich Zaun dabei? Habe ich auch dabei. Dann werde ich die hier mal anflocken. Genau hier. So. Zack. Ja, braucht er gar nicht so, ne? Ich kann euch hier auch eine kleine Weide hinbauen, sagt mal. Hier so? Eine Eselweide? Weil hinten ist ja die Pferdezucht. Wir können ihn natürlich auch zu der Pferdezucht bringen. Oder wir machen uns hier eine kleine Eselweide. Das könnt ihr mal schreiben, wie wir das machen wollen. Und irgendwas wollte ich jetzt gerade machen. Ich wollte hier einen Aufgang schaffen, genau. Einen Aufgang bauen. Da nehme ich mir ein bisschen Erde. Man hat ja nicht immer Erde dabei, ne? Ich habe also oft Erde dabei, aber halt nicht immer. Meistens packe ich sie in den Drecktempel, der übrigens wieder sehr, sehr gut gefüllt ist. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was man überhaupt mit der ganzen Erde immer anfangen will. Erstmal will ich jetzt hier die beiden Esel nach Hunsgrab bringen. Das ist mir erstmal ein Anliegen. Zack. Ah, es sind dann auch zwei Seile. Also da reicht dann nicht eins. So. Aufsteigen. Ah, okay. Das sind zwei Seile. Eins habe ich immer noch in der Hand. Okay. Dann brauche ich wieder eine leere Hand. Ah, es ist schon ein bisschen tricky, ist es schon. Und dann können wir nämlich hier rüber reiten und nehmen den anderen Esel einfach mit. Oh, war jetzt hier so ein bisschen rüber geschleudert. So. Und dann können wir ihn hier auch freilassen. Und nehmen uns das Seil mit. Und mal sehen, ob wir über die Mauer gesprungen kommen. Ich glaube mal nicht. Nee, das schaffst du nicht, Krüppelkopf. Das ist dir zu hoch. Da machen wir hier so einen Aufstieg hin. Warte. So. Er dreht den Kopf auch immer mit. So, jetzt kannst du ja schon rüber. Heppa. Wir wollen noch unseren Helm ausprobieren. Und Vorsicht, da ist Lava. Juhu. Also es baut sich hier so ein Balken auf. Und er tritt, glaube ich, damit. Es könnte sogar sein, dass das Schaden meinem Gegner verursacht, wenn er dann so tritt. Müssen wir mal ausprobieren. Wir reiten hier vorbei an dem Brunnen. Da ist die Schlucht, da muss man auch sehr, sehr Obacht geben. Das ist auch ein sehr tiefes Loch. Ah, gut, dass wir uns hier auskennen, ne? Nicht wahr? Und da ist auch wieder eine Schlucht. Und jetzt haben wir uns hier ein bisschen vermanövriert. Denn ich will schon hier hin. Aber wir reiten einfach mal hier so ein Stück lang. Weil hier hinten ist ein großes Meer. Und da können wir mal schön reiten. Tauchen. Reiten. Wow. Müssen ein bisschen vorsichtig sein. Weil da ist nämlich immer noch die Schlucht. Nicht, dass wir da rein reiten. Ich glaube, das würde auch so ein Esel nicht ertragen, in eine Schlucht gefallen zu sein. Oh Gott. So, hier ist schön. Hier gefällt mir das ganz gut. Und deshalb mache ich jetzt mal hier genau den Esel fest. Wir können auch bis vorne hinreiten. Dann sind wir im großen Meer. Ach cool, cool, cool. Heppa. Vorsicht, da ist ein Creeperloch. Ein ganz typisches Creeperloch. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt mal hier so ein Stück Zaun. Das haben wir für zufällig gerade dabei. So, und dann können wir deinen Esel festmachen. Zack. Ich steig erstmal ab. Dann machen wir dich mal hier fest. Ja, entspann dich. Und das andere Ende machen wir hier fest. So, jetzt kannst du hier ein bisschen rumlaufen. Und wird das gerade Nacht? Ja, ne? Jetzt wird das gerade Nacht. Das ist aber dumm. Ah, das ist ein Schaf. Cool. Haben wir eine Schere dabei? Ja, haben wir. Ah, alles muss man selber machen. Schere. Drei. Gleich ins Wasser geschubst. Ach, wir haben 11. Oh. Ja, gut. Dann machen wir uns da vorne ein Lager, ein kleines Nachtlager. Und am nächsten Morgen, ganz stilgerecht übrigens, morgens mit der ersten Flut werden wir dann tauchen gehen. Ach, cool.
Da freue ich mich schon drauf. Und frage mich gerade, habt ihr schon mal so einen Tauchgang gemacht? Habt ihr schon mal getaucht? Wart ihr schon mal Taucher? Mit, so richtig mit Flasche und so. Meine ich natürlich jetzt nicht irgendwie mit, bisschen schneller kann das ruhig gehen. Nach 300 Folgen kann das ruhig ein bisschen schneller gehen, so ein blödes Bett zu bauen. Findet auch Krüppelkopf. Sagt er also auch. Okay, Bett hin, pennen. Ach ja, ich trinke erstmal einen Schluck. Und kurz bevor die Folge jetzt zu Ende ist, möchte ich noch sagen, also LO1ZB hat mir gesagt, er hat einen Rebellentrupp und wer sich dem anschließen möchte und vielleicht eine kleine Wohnung in dem Rebellenlager haben möchte, der soll sich doch bitte bei ihm melden oder einfach in die Kommentare hier, genau hier unten, da unter dem Video, in die Kommentare schreiben, ich möchte ein Rebelle sein und dann kriegt ihr eine Wohnung im Rebellenlager. Gegen was er rebelliert, das wird sich erst noch zeigen. Und ich teste jetzt mal den neuen Helm mit der Unterwassersicht. Der wird jetzt getestet. Ich hab den auf. Ich hab den schon auf. Krüppelkopf, du bleibst schön hier. Und als kleines Pläsier machen wir dir noch eine Kiste. Das sieht nämlich total klasse aus, wenn die so eine Kiste aufhaben. Finde ich, sieht echt ulkig aus. Pass mal auf. Es geht leider nur in einer Kiste, glaube ich. Das wäre auch zu schwer, eine Zweierkiste. Und dann kann man nämlich, wenn man jetzt auf Inventar drückt, kann man diese Kiste füllen mit allen Krams, was wir so dabei haben. Das können wir jetzt alles da rein mühlen. So, dann lassen wir es mal alles hier. Na, die Steaks nehmen wir mit. Das lassen wir aber alles hier in der schönen Kiste vom Krüppelkopf. Auch die Seile und die Zombie-Leber. Und dann machen wir jetzt einen Tauchgang. Alles ausgezogen. Okay. Ich steig mal ab. Und spring ins Kühle nass und mal sehen, was uns da erwartet. Helm habe ich auf. Okay. Usch. Oh, schaut mal. Schaut mal, wie weit ich gucken kann. Und seht mal, wie langsam die Energie weggeht. Hier meine... Ich tauche mal ganz kurz auf und dann können wir vielleicht da unten gleich den Lehm abbauen. Das ist so eine coole Idee. Denn Lehm kann man jetzt ja in der neuen Version auch färben. Ach, ich fühle mich wie der Mann aus dem Meer. Kennt ihr den? Der Mann aus dem Meer, ja. Es war aber so eine Serie. Der hatte Schwimmflossen, also der war, weil er, ist ja klar, wenn man immer im Wasser ist, kriegt man auch Schwimmflossen zwischen den Füßen, also zwischen den Zehen. Und das hatte der auch. Und das war so ein Lockenkopf. Und der hat auch, der gleiche Typ hat auch Bobby bei Dallas gespielt. Ich tauche mal wieder auf. Das heißt, es würde mich interessieren, ob ich jetzt auch, wir tauchen mal da hinten rüber zu dem anderen Leben, ob ich jetzt auch wieder genauso schnell meine Lebensenergie verliere. Weil ich will jetzt nicht draufgehen oder so, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber wir schauen mal. Ich baue einfach mal die drei noch ab hier. Jetzt ist die Luft alle und guck mal, sogar die Lebensenergie bleibt länger. Ja, das ging ja sonst immer pam, 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 pam. Und jetzt geht es nur ganz langsam. Zwar immer ein ganzes Herz, weil klar, das Wasser schluckt man ja trotzdem auch durch den Helm. Ah, erster Tauchgang. Juhu, der war richtig lange, oder? Cool. Sehr, sehr gut. Wir können ja mal ein bisschen mit dem Boot rausfahren. Ja, liebe Leute, das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir vielleicht noch mal ein bisschen tauchen. Ich packe jetzt mal, mein Lehm schon mal in die Nee, kann ich nicht. Ist voll. Egal. Komm. Ach, wir haben auch erst ganz wenig. Naja. Vom Rücken dieses wunderschönen Eseltiers hier sage ich, bis zur nächsten Folge, bis zum langen Sonntag, der leider nicht ganz so lang wird.